Während des Landesstreiks vor 100 Jahren ging bei der Post und Bahn gar nichts mehr. Die einzige Möglichkeit zu kommunizieren war das Velo. Hunderte von Männern und Frauen strampelten durch die Schweiz, um die Informationen weiterzureichen. Die Velokuriere fuhren bei Tag und Nacht und bei jeder Witterung. Dank dem Einsatz dieser Velokuriere konnte 1918 der Landesstreik koordiniert werden. Rund ein Drittel aller Arbeiterinnen und Arbeiter legte damals die Arbeit nieder. Ich habe einen grossen Respekt vor den Männern und Frauen, die hier auf die Straße gegangen sind und sich engagiert haben. Und haben ganz selbstverständliche Sachen gefordert, die dann eine riesige Vision waren. 8-Stunden-Tag, eine Einführung von AHV oder gerechte Löhne. Und darum, glaube ich, ist der Landesstreik auch für heute noch ganz zentral wichtig, weil es zeigt, dass wenn man sich wehrt, wenn man aufsteht, wenn man sich zusammenschließt, dass man etwas verändern kann. Und nur dank Ihnen ist die Schweiz sozialer und gerechter geworden. Und darum ist ein Jubiläumsanlass genau das Richtige. Alles zu diesem Landesstreik-Jubiläumsanlass am 10. November 2018 in Olten finden Sie auf landesstreik1918.ch. Soutenez-nous avec un don financier. Merci beaucoup. Jetzt anmelden.